Und go! Ja! 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 Nur um das zu klären, folgen Sie mir wieder ein fernes Land über das große Meer. Sie sehen hier die Näherin Maria Losanta. Sie nennt für unsere deutsche Fußball-Weltmeisterschaft. Sie nennt für Adidas. Sie nennt T-Shirts. Sie nennt Turnschuhe. Sie macht alles, was zu einer richtigen deutschen Fußball-Weltmeisterschaft gehört. Ohne Maria Losanta gäbe es keine deutsche Fußball-Weltmeisterschaft. Heute näht sie unsere Fußbälle. Sie näht mit der Hand. Maria Losanta ist sehr fleißig. Sie näht viele, viele Bälle. Maria arbeitet 12 bis 16 Stunden am Tag. Sie verdient im Monat aber nur 100 Euro. Sie ist billiger als jede Maschine. Sie könnte sich die Dinge, die sie macht, nie kaufen. 100 Euro im Monat. Reichen nicht zum Leben. Sie reichen nur für Hunger. Von zu Hause geht sie zur Arbeit eine Stunde. Nach der Arbeit muss sie für ihre Kinder kochen, ihre Eltern pflegen und noch so manches mehr erledigen. Maria Losanta schläft sehr wenig. Manchmal schläft sie auch in der Fabrik, wenn sie viele Überstunden machen muss, weil die deutsche Fußball-Weltmeisterschaft ja nicht warten kann. Dies ist der Fabrikarbeiter Carlos Umbertus. Er ist sehr zufrieden mit seiner Näherin, Maria Losanta. Er steckt ja auch manchmal etwas zu. Für die Kinder, sagt er. Maria Losanta nimmt seine Geschenke aber nur selten an. Sie weiß, dass jedes Geschenk ein Gegengeschenk fordert und sie will nicht mit Umbertus schlafen. Sie ist eine sehr gute Näherin, andere sind nicht so fix. Sie schlafen mit Umbertus. Naja, kommt der Fabrikinhaber immer auf seine Kosten, so oder so. Das ist Herbert Heiner, der Chef von Adidas. Er kauft all die Sachen, die Maria Losanta und ihre Freundinnen nähen. Adidas hat selber keine Fabriken mehr. Adidas ist ein modernes Imageunternehmen. Adidas macht nur noch Werbung. So kann man viel mehr Geld verdienen und hat keine Probleme mit den Gewerkschaften. Aber Herbert Heiner scheint heute sehr unglücklich zu sein. Die Geschäfte gehen schlecht, sagt er. Die Konkurrenz ist groß. Das kennen wir. Herbert Heiner kauft in vielen armen Ländern der Welt ein. Er sagt überall das Gleiche. Die anderen seien noch billiger. Herbert Heiner ist, wie man sagt, ein Erfolgsmensch. Er leistet viel wertvolle Arbeit. Seine Arbeit ist viel, viel mehr wert als die Arbeit von Maria Losanta. Wenn Herbert Heiner eine Stunde arbeitet, kann er sich 100 Tage Arbeit von Maria Losanta kaufen. Wenn Herbert Heiner eine Woche arbeitet, kann er sich Marias Leben kaufen. Wenn Herbert Heiner einen Monat arbeitet, aber lassen wir das. Jetzt arbeitet Herbert Heiner. Ja, der Chef von Adidas muss sich sehr anstrengen. Der arme Mensch, er wird ganz rot im Kopf. Na, drücken, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube, es ist vollbracht. Bravo, er hat sich einige Prozent. Er hat sich einige Prozente seiner enormen Rendite abgepresst. Er ist ein Held. Aber Carlos Umbertus scheint nicht so glücklich zu sein damit. Er sagt, Herbert Heiners Arbeit sei das letzte Mal größer gewesen. Der arme Adidas-Chef, wo er sich doch so angestrengt hat. Man kann verstehen, dass er beleidigt ist. Nee, es ist doch die andere Sache, ne? Carlos Umbertus hat Mitleid. Er nimmt Heiners Arbeit an, Gott sei Dank. Jetzt erinnert Herbert Heiner seinen Zulieferer Umbertus noch daran, die Sozialklauseln für die Arbeiter einzuhalten. Ja, und weg ist er auch schon. Der arme Umbertus, wie bringt er das Maria Losanta bei?
Der Adidas-Chef hat wieder weniger bezahlt. Da man aber unmöglich von einem Unternehmer Gewinnverzicht verlangen kann, müssen die Arbeitnehmerinnen daran glauben. Aber Umbertus hat eine Idee. Er wird Maria Los Santos den alten Lohn zahlen, wenn sie ihm anderweitig zur Hand geht. Was wird Maria machen? Sie überlegt, aber sie hat keine Wahl. Sie hat Kinder und sich selbst zu ernähren. Sie kommt vom Land. Die Bauern können nichts mehr verkaufen. Die subventionierten Agrarkonzerne der EU und der USA sind billiger. Aber das ist gut so, das ist Wirtschaft. Und ganz gleich, wer Weltmeister wird, Adidas hat schon gewonnen. Ja. Maria Los Santa, atomige Kinder. Maria Los Santa hat kranke Eltern. Maria Los Santa hat keine Wahl. Herbert Heiner hat fette Kinder. Herbert Heiner hat sportliche Eltern. Herbert Heiner trifft die Wahl. Wir haben das Wissen. Wir haben den Ball. Was tun wir? Wo haben wir es kennengelernt? Oder? Liederbrief.